Heute wollen wir mit Nuhe ein wenig durch Yangon bummeln und anschließend mit der Fähre über den Yangon River übersetzen, um das kleine Dorf Dala zu besuchen. Doch zunächst besuchen wir die Emmanuel Baptist Church, wo wir mit den Einheimischen und Gläubigen ein wenig singen und beten werden. In der Kirche ist auch eine Schule für die Kinder Yangons eingerichtet. Wir blicken kurz in die Klassenzimmer. Hier in Yangon finden sich die ersten Bankomaten Yammas. Wir wollen natürlich gerne mal testen, dazu müssen wir aber auch mal die Bankomatkarte finden. Dieser Bankomat hier würde sogar ausnahmsweise funktionieren. Aber 5 Euro Spesen finden wir dann doch etwas übertrieben. Da investieren wir doch lieber in Katzenmedizin für Nuhes Katzen. Nuhe führt uns in ein kleines einheimisches Restaurant, wo wir eine traditionelle Fischsuppe verköstigen werden. Die Suppe schmeckt wirklich ausgesprochen lecker und 3 Suppen kosten bloß 1 Euro. Wir spazieren weiter Richtung Yangon River und stoßen auf die einzige staatliche Bibliothek in Yangon. Die Mitgliedschaft in dieser staatlichen Bücherei kostet pro Jahr nur 1,50 Euro. Und dafür kann man sich so viele Bücher ausleihen, wie man nur möchte. Die Auswahl ist zwar nicht riesig, aber ausreichend. Dass wir hier auf keine burmesischen Leseratten stoßen, könnte einerseits an der frühen Uhrzeit, aber auch daran liegen, dass es Sonntag ist. Wir sind am Hafen von Yangon angekommen. Vor dem Zugang zur Fähre findet gerade ein kleiner Markt statt. Nuhe kümmert sich um die Tickets für die Überfahrt. Pro Person 4 Dollar. Vor 2 Wochen waren es noch 2 Dollar. Einen Dollar auf 2 Dollar und jetzt auf 4 Dollar. Ja. Auf der Fähre herrscht reges Treiben. Burmesen, die von oder zur Arbeit wollen, beziehungsweise nach Hause, Händler und sogar ein paar Touristen. Die Überfahrt über den Yangon River dauert vielleicht 15 Minuten. Die Fähre legt an und wir kämpfen uns durch das Menschengewühl. Per Fahrradrikscha erkunden wir den kleinen idyllischen Ort Dala. Die Fahrt ist gemächlich und holprig. Vielleicht fragt sich diese Kuh, warum Nuhe einen Regenschirm trägt
wo es doch gar nicht regnet. Hier in Dalla wollen wir eine ganz besondere Pagode besuchen, nämlich diese. Eine Pagode gebaut, fein die. Der Mönch war schon lange Zeit gestorben und seine Leichen war ja versteinert. Ja, bis jetzt ja kann man sehen. Und man hat gesagt, ja, die etwa einmal ja, die Augen von Mönch ja, geöffnet. Man glaubt so, dieses Mönch. Hier in dieser Pagode ist also ein Mönch aufbewahrt, der schon über 100 Jahre tot ist und nach dem Tod vergoldet wurde. Im Jahr 2004 und 2008 soll er für jeweils 7 Stunden seine Augen geöffnet haben. Undeutliche Fotos sollen das belegen. Wir machen nun noch einen kleinen Rundgang durch diese Pagode. Weiter geht es mit der Rikscha durch das beschauliche Dorf. Wir bemerken eine größere Schar an spielenden Kindern. Und wie wir erfahren, gibt es hier ein Waisenhaus, das wir nun besuchen möchten. Der Tagesablauf der Kinder ist genau geplant. An der Wand findet sich eine Übersicht mit den Namen und Herkunft der Waisenkinder. Jedes der Kinder hat vom Leiter einen westlichen Namen bekommen. Nach einem längeren Gespräch mit dem Leiter des Waisenhauses verlassen wir dieses und kehren wieder mit der Fähre zurück nach Yangon. Während unserer ersten beiden Besuche hier im Myanmar sind wir immer daran vorbeigegangen. Aber heuer statten wir dem Strand Hotel einen Besuch ab. Das dreistöckige viktorianische Gebäude im britischen Kolonialstil ist voll von amerikanischen Gästen. Ein Zimmer kostet Höchstpreis $900. Und normale Preis? $100? 900. Wie viel ist der normale Preis? ‚1901 von den legendären Sarkis-Brüdern eröffnet, galt das Strand Hotel lange Zeit als das beste Hotel östlich von Suez. Für den heutigen Nachmittag sind wir von Nues Eltern zum Essen eingeladen worden. Da Nues Papa Geburtstag hat, besorgen wir noch eine Torte und etwas Kuchen als Gastgeschenk. In Nues Heim angekommen, freuen sich ihre Katzen über die mitgebrachten Pflanzen. Ja.
Sie denken, wir müssen jetzt weg. Die Freude ist mindestens genauso groß wie die Unordnung. Schweine. Schweine? Schweine. Ich habe kein Schwein. Eine Hälfte und ja, die Essler. Nein, nur nennt die Schwein. Nuhe und ihre Mama präsentieren uns einen mehr als reichlich gedeckten Tisch. Garnelenfisch und kleine Fische. So viel Arbeit. Und Fischsalat und das ist Rindfleisch. Aha. Und das ist Schweinefleisch. Und gebratenes Gemüse. Das ist Rindfleisch? Das muss ich mir filmen, schon. Das wird mehr gerichtet, gerne. Die Windgeräusche kommen übrigens von einem hinter uns stehenden Ventilator. Die Dame links ist Gigi, eine Freundin und Arbeitskollegin von Nuhe. Sie wird in Zukunft deutschsprachige Reiseleitungen übernehmen. Nach dem leckeren Mittagessen können wir von Nuhes Balkon aus den Bettelgang der Mönche beobachten. Nuhes Haus, in dem ihre Eltern ein Internetcafé betreiben. Weiter geht es zum Inya-See im Herzen Yangons. Nach diesem ausgiebigen Mahl ist ein Spaziergang mehr als gerechtfertigt. Hier treffen sich die Yangoner Liebespärchen. Aber auch die Yangoner Studenten feiern hier gerade ihren Abschluss. Nach dem Verdauungsspaziergang kehren wir ins Traders Hotel zurück, um ein paar Runden im Swimmingpool zu schwimmen. Die Temperatur hier in Yangon beträgt immerhin um die 40 Grad. Im Unterschied zum Park Royal Hotel wird man hier am Pool nicht mit Musik berieselt. Zum Abschluss des heutigen Tages finden wir uns wieder im Dennis ein und genehmigen uns einen Burger als Abendessen. Der Rückweg vom Dennis zum Traders Hotel dauert ca. 15 Minuten. Für Bewegung ist also gesorgt. In der nächtlichen Szenerie fällt Doris dieses Plakat auf. Die Twilight-Serie ist also auch in Burma nicht unbekannt. Wir begeben uns jetzt aber zur Bettruhe, denn morgen heißt es früh raus, es geht weiter nach Bagan.